dieser Stopp kommt dadurch zustande, dass wir die klassische Bewegung mit der Zunge haben, und zwar das Umschlagen der Zungenspitze. Ja, ihr faltet die Zungenspitze ein und drückt sie vorne in euren vorderen Gaumen. Beim Lösen, tschak, tschak, tschak. Das ist der Stopp hier vorne mit eingeschlagener Zunge, und den habt ihr also gestern gehört. Hier, ja, das ist dann halt die Sache für den Kakadu. Mit der Zunge noch mal für mein Weltbild erklären. Ja. Warte mal, also ich sehe es so. Die Zähne, dann kommt da so ein Platz. Okay, ihr kennt meine Yoga-Übung im Workshop. Ja. So. Ja. Die Schneidezähne. Gaumenkamm, Gaumendach oder runter. Ihr geht den mit der Zunge, die normalerweise so ist, rollt die schön ein und drückt die mit eingeknickter Zungenspitze hier oben rein. Und dann macht er, ja, und dann geht er wieder, ne? Ja. Dann halt könnt ihr das dann auch, ne, mit diesem Tacke, was er macht, und dann könnt ihr das halt schön nach unten ziehen und dabei auch halt dann so einen schönen offenen kehligen E-Ton. Ja, dabei bleibt die Zunge so, ja, die geht so, und dann zieht er das halt so und geht dann wieder bei dem nächsten Tag so dran. So. Die Stopps im Hardtang. Das werdet ihr jetzt auch gleich merken, weil wenn ihr das halt mit der Zunge da oben macht, dann dürft ihr die Zunge halt nicht ganz so locker führen, außer eure Zungenspitze. Die ist nämlich eine schöne Sache, wenn ihr die nämlich so hier dran drückt, die Zunge, und die Zungenspitze in dem Moment von unten, quasi unten, Kontakt beim Gaumen gibt, entspannt sich die Zungenspitze. Dann kriegt er auch, wenn er da einen Druckpunkt schafft hier, kriegt er mit der Zungenspitze keine Spannung mehr. Und das ist die Magie des Umspiels. Unsere nächste Richtung in den vier Wegen. Weil mit dieser eingeschlagenen Zungenspitze wir alles an Konsonanten wirklich beschreiben könnt. Je nachdem, wie ihr die führt, ihr kriegt sogar so das gerollte R hin. Ja, die flattert im Luftdruck. Und da sind wir beim nächsten. Ja, was sehr, sehr viel kehliger ist. Aber dadurch, dass er die Zungenspitze umgeschlagen hat, dann also auch halt die Zungenspitze halt nicht mehr flattern kann, sondern sehr, sehr viel, sehr Schläge setzen kann. Und das dann natürlich zu sehr viel schnelleren Rhythmen führt, aber auch zu sehr, sehr viel mehr Obertönen. Ja? Ist es egal, wie weit oben oder ziemlich weit? So, die Höhe
der Zunge, quasi wenn das immer weiter nach oben läuft, verändert die Obertöne extrem. Na, und das ist das Spiel, halt, wo ich sage, halt, da fängt er an, virtuos zu werden. Weil das ist genauso wie die Finger beim Gitarrenspieler auf seinem Brett, der dann alles mögliche kleine Filigrane da macht, weil ihr kriegt damit sehr, sehr schnell auf sehr, sehr kurzem Weg die Töne wirklich verändert. Und damit spielen wir aber jetzt einmal mit diesem Tack erstmal, dass er halt das lernt, da vorne den Schlag zu setzen. Na?